es wird warm und die Fahrradzeit beginnt. Und jetzt ist es super, wenn man auf sein Fahrrad achtet und schaut darauf, dass es auch funktionstüchtig ist. Das ist immer so um und auf. Und da gibt es natürlich einige Punkte, was man selber beachten kann. Und wenn es nicht funktioniert, auch dann zum Profi geht, dass er flott wird. Erster Punkt wäre mal Reifendruck. Man kann das mit dem Finger zu drücken probieren und sonst eben mit der Luftpumpe ergänzen. Wichtig ist auch die Beleuchtung, vorne, hinten, Rad durchdrehen, schauen, ob die Lichter funktionieren für die Dämmerung. Kette ist auch immer ein Thema, dass die Kette nicht rostig ist, bis sie oft sichtbar ist, dass man die einmal schmiert und auch die Bremsen probiert, funktioniert da alles oder nicht. Das wäre dann schon mal die großen Dinge. Das nächste wäre interessant, auch noch die Grundeinstellung zur Benutzung des Fahrrades, die Sattelhöhe. Man sollte das so einstellen, dass man ganz leicht, wenn man sitzt drauf, abgewinkelt mit dem Fuß pedalieren kann. Das ist schon optimal und nicht komplett abgewinkelt fahren muss. Ich hoffe, die Tipps haben euch etwas geholfen. Ich wünsche euch viel Spaß in die neue Fahrradsaison. Falls es Probleme gibt, könnt ihr jederzeit zum Abi kommen. Wir werden euch natürlich weiterhelfen, so gut wie möglich.